Was macht das denn? So, jetzt ist es da. So, Aufbruch. Zimmer, Chaos, wie immer. Putzfrau kommt gleich. Es ist Tag 2 im Yellowstone. Hier ist noch ein Klo. Da ist der alte Mann. Karte habe ich. Okay, dann los. Tür zu. Und los geht's zum Auto. Und dann zu den Geysiren im Yellowstone. Nee, brauche ich nicht. Also habe ich jetzt nicht mitgenommen. Nee. Scheiße. Wetter ist schick, ne? Schönes Wetter. Blauer Himmel. Und ja. Genau, Auto vollladen mit Angelsachen. Und dann geht's hier weiter. Wir gehen zum Elchchen gucken. Elchchen, nicht Bärchen, sondern Elchchen. Können wir das von hier machen? Nee, müssen wir aufstellen. Ich hab mal die Kamera da drauf. Just another conversation. Another Friday night. Yeah, it's the same old bar. Everything still black and white, but you are in color. Mixed up in a chemical feeling. Estrogen and serotonin. Sometimes make a fool of me. Da. Ich sehe dich da hinten. Ich will da hinten. Kannst du hinlaufen schnell? Da hinten ist ein Wolf. Ich kann das leider nicht richtig filmen, weil ich auf der falschen Seite sitze. But I can't help but you pulling me closer and closer. Wie sehe ich überhaupt aus hier? So, herzlich willkommen zurück im Chaosmobil. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Old Faithful Geysir. Der Name scheint wohl Programm zu sein und ja, das ist gerade der Stand. Ich wollte noch mal kurz eine Information loswerden und jetzt sind wir dort gleich angekommen. Tschüss. Können wir stehen bleiben? Danke. Halt das mal. Aber ein kleines dabei, guck mal da. Oh, das ging. Oh, ja, dann ist gefährlich, ne? Ja. So, hier haben wir nochmal eine Attraktion des Tages. Das ist nämlich das Gegenteil vom Feuerstuhl. Das ist der Eisstuhl. Ja. Da frieren dir die Pobacken richtig fest. Am Eisstuhl. So, willkommen zurück im Wahnsinn. Wir gehen jetzt in das Old Faithful Visitor Education Center und gucken mal, ob wir da Zeiten finden, wann der Old Faithful das nächste Mal abspritzt. Ausbricht, meine ich natürlich. Und dann gucken wir mal, ob wir da eine Bank finden und uns hinsetzen und warten, bis es passiert. 9.52 Uhr. 9.52 Uhr. Wie haben wir es?
Keine Boah, Ahnung. 46. Oh, okay, wir müssen uns beeilen, wir müssen schnell laufen. Guck, direkt rennt. Los. Der rennt, guck mal hier. Oh, gleich rutscht einer aus. Ich renne nicht. Ich will den Urlaub noch überleben. Das war der falsche Weg, ne? Die rennen. Dann seht ihr nicht so geil drauf, wenn irgendwas abspritzt. Naja. Ja, ich hatte noch 400 Minuten gehabt. Ich bin außer Puste hier. Guck, wie sie da alle stehen. Der Willigkeit, der rennt. Guck mal da hinten. Der ist schon da. Der ist schon in der Vergangenheit. Oh ja. Schön. Ich laufe hier ganz entspannt. Im Urlaub hier, nicht auf der Flucht. Okay. Jetzt stellt sie sich genau vor das Schild, was ich hier abfilmen will. Fertig? Nee. Ich will die Hyperlapse starten. Ich starte auch gleich mal eine Hyperlapse. Du kommst nicht mit dahin, ne? Nee, ich will von hier rein. Ich geh mal schön dahin. Da hinten steht die Steffi. Bewegt sich nicht. Spiegel nur die Sonnenbrille. Okay. Was ein Aufwand. Was ein Aufwand. Okay. Nochmal fürs Protokoll. Wir sind jetzt im Yellowstone und das ist der Old Faithful Geysir Abspritzvulkan. Alles so sein. Ah. Hallo. Ah. Hallo. Gewalt. Hallo. Bei mir ist Liebe da. Nee, Gewalt. Ah. Nimmst du das auf? Mhm. Die Bison. Da ist Bastian Florin. Hier sind wir. Da ist unser Weg. Das ist ein Marathonmarsch zum Riverside Geysir. Oder Daisy. Erstmal zum Riverside Geysir. Der spritzt schon bald ab. Plus minus 45 Minuten, aber vielleicht ist das schon erledigt. Oder auch nicht. Und danach gucken wir uns noch Daisy an, eventuell. Je nachdem, wie es passt, weil die haben immer so ein Zeitfenster. Das ist immer plus minus, zumindest die beiden haben plus minus 45 Minuten. Nein. Daisy hat plus minus 10. Ja. Und Riverside hat plus minus 45. Mhm. Naja. Wir sollen das Wildlife nicht approachen. Gut. Ja. Und es direkt vor Rudi steht und der nicht weiß, was er machen soll. Streicheln, immer streicheln. Die Tiere, flauschig und weich. Na gut, wir laufen noch mal ein paar Kilometer. Wir melden uns heute Abend, wenn wir angekommen sind.
das Spa Geysir, nochmal. Da springt der Rudi gleich mal rein und probiert den mal aus, ob das auch so ist. Ne? Gut, gut. Also stand da drin 10 Uhr 5. Ja, okay. 10. Boah, ich weiß immer nicht, wie sieht denn das hier mit dieser Mütze immer aus? So, wir sitzen jetzt hier im Riverside Geysir und warten, ob der nochmal ausbricht. Was denn? Ausbricht. Ausbricht. Okay, wir sitzen jetzt hier am Riverside Geysir und warten drauf, ob er vielleicht nochmal ausbricht. Okay, da ist er. Bei River und da Seite, ne? Riverside Geysir. Genau. Ja, wir warten hier erstmal. Wie die GoPro in der Sonne spiegelt hier der Schatten von der GoPro. Toll. Waren jetzt Faithful, Riverside und Daisy. The Eruptions of the Day. Yippie-yay-yay. Forellen sind. Ist aber zu flach hier. Aber könnten halt mal irgendwelche, ich weiß nicht, wenn es hier welche wirklich gibt, dann gehen die hier ich auch durch. Ich weiß halt, ne? Nicht, ob es durch diese Geysire, ja, ich weiß, durch die Ausbrüche hier wirklich Fisch gibt, ne? Ja, das ist die Frage, ne? Also ich sehe keinen. Nee, nee. So, ist die neue Badewanne. Klar und beheizt. Sehr schön. Whirlpool, Blubberbläschen Badewanne. Morning Glory Pool. Das ist echt tief, ne? Alter, guck mal. Kannst du mal kurz mit deiner Kamera da rausgehen? Meiner? Ja, ich möchte keinen Schatten drauf haben. Wo ist meine Kamera? Ich sehe dich immer noch. Ich gebe den Zehner, wenn du da reinspringst. Und durchtauchst bis zum anderen Ende. Siehst du das auch so lustig?
Es muss schon warm sein, ne? Weil es dampft ja. Ja, also ich hatte irgendwas gesehen, das liegt an diesen, und auch die Farbänderung, weil die haben da mal irgendwas reingeschmissen und dann kam nicht mehr so viel Wasser von unten hoch und dann sind da irgendwie andere Mikroorganismen und dann ändert sich auch die Farbe. Der war früher wohl nochmal, also der Morning Glory ist ja glaube ich noch weiter, aber irgendwie hatten die früher noch eine kräftigere Farbe. Das hat sich schon so ein bisschen abgeschwächt. Okay. Aber der sieht mal echt schön aus. Interessant, ne? Fängt dann durch den ganzen Scheiß alles unten, also hier ist noch ein Plüschtier drin. Ja, dann kommt nicht genug raus und dann ändert sich auch die Farbe. Genau, das wird hier abgepumpt, einmal im Jahr anscheinend, wie es hier steht, weil halt Müll und Steine und irgendwelche Sachen da reingeworfen werden. Und das verstopft halt dann diesen Auslass da unten. Und das ist dann nicht gut, ne? Ja, schick. Gefällt mir sehr gut. Ja. Danke dafür. Dank heute. Bäh. Ja, Rüberbläschens. Zwei Bisons, drei. Eins, zwei, drei. Und der hat hier einfach nur Bock rumzuquellen hier. Kessel Geysir. Ist der Dampfkönig. Bisons sind insgesamt massiver und haben einen charakteristisch größeren Höcker zum Beispiel. Lebensraum Bisons sind primär in Nordamerika beheimatet, wo sie in Graslandschaften und Wäldern leben. Gut. Büffel hingegen sind hauptsächlich in Asien und Afrika verbreitet. Also wenn ich hier irgendwann mal Büffel sage, ne, dann meine ich nicht Büffel, dann meine ich Bison. Nur zur Information, falls sich der Erste irgendwann mal darüber aufregt. So, das war jetzt erstmal der Satz dazu. Also bis denn. Tschüss. Hierher, der will hier rüber über die Straße. Das sind keine 25 Meter mehr, nur zur Information. Da läuft er. Schon großer, ne? Ich glaube aber auch, das ist ein Bulle. Also ich glaube, es ist ein Männchen. Ich glaube, das, was da unten runterhängt, ist der Schniedelwutz. Schniedelwutz? Ah ja, könnte sein, ja, das stimmt. Der kommt hier hoch jetzt. Bis jetzt einer der Größten. Das ist ein Männchen. Ja, was machen wir jetzt? Vorbeigehen oder nicht? Langsam weiterlaufen. Ich stehe auch hinter dir. Könntest du, danke. Mach ich doch gerne. Ich hab mir gleich die Luft ab. Du gehst zu schnell, du musst aber ein bisschen Kopf lassen. Aber er ist auch so groß, ne?
alle im Gänsemarsch dem Büffel nach. Mal gucken, was er so vorhat. Wer traut sich? Oh, hier gehen wir. Und da geht der Büffel. Wer traut sich was? Gut, gehen wir langsam weiter. Ein weiteres Update des heutigen Tages. Wir sind jetzt, keine Ahnung, da. Was ist das hier? Biscuit Basin? Oder was ist das hier? Also der ganze Bereich oder was? Ja. Okay. Eben gerade waren wir beim Old Faithful Basin oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und jetzt halt beim Biscuit Basin. Und hier ist es auch dangerous. Ja doch. Das sieht geil aus, oder? Das sieht auf jeden Fall einladend aus. Ne? Guck mal hier vorne. Ja, der sieht echt so aus, wo so ein bisschen da, Treppe zum Reingehen. Das ist Dampf, das heißt, es ist bestimmt warm. Ja, das hätte ich gerne im Garten. Wenn du mit dem Nassrasierer abmachst, ey. Gut, dann haben wir den Sapphire Pool auch gesehen. Sapphire Pool, genau, richtig. Das heißt, dann hauen wir hier wieder ab. Aber man muss ihn und gucken uns den nächsten an. Ja, da hat Benni was dabei. Das kann ich machen. Was habe ich dabei? Genau, und er meinte ja, wenn er dann länger ist, kriegt er ihn schlecht wieder ab und ich sehe, ich mache das. Nee, es geht also mit dem Dingsrasierer, den ich mit dem Bart habe. Ah, es geht um Rasur. Es geht. Und ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn man ganz komische Instagram-Bilder macht. So sieht das aus. Nee. Ist doch scheißegal, man sagt das doch immer, oder? Schön so. Die Füße flexen. Da sitzen die Models dafür. Kamerafrau. So, ich schicke die nachher alle in die Gruppe rein. Ja, so sieht das hier aus. Aber wirklich, ja. Das Video. Ha? Willst du mir das Video? Komm her, mach doch mal irgendwas. Bin, 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 bin. Mach mal Fliege, Fliege. Ich höre jetzt ab, kannst du alleine sein. Tschüss. Aber ich würde jetzt an seiner Stelle auch nicht losfahren. Wir haben jetzt das nächste Verkehrsbehinderungs... wie heißt das? Das Tier? Bison. Bison, genau. Siehst du, den Namen habe ich gesucht. Da kommt er mit dem Kind. Achtung. Kommt sie. Sie. So. Oh, oh mein Gott, ist das frisch. Ja, das ist noch nicht alt. Das hat noch ein Stückchen Nadelschnur. So, wieder zurück. Wir kommen beim nächsten Spot. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo da hinten steht's. Lass mal gucken. Das ist. Okay. Und wir sind da. Aha. Okay. Gut, lassen wir uns überraschen.
merkt auch, dass es richtig warm ist von unten. Also es läuft ja auch hier unten drunter durch. Und dann ist es halt warm am Fuß. Gut. Oh, so schön. Da oben sind zwei verrückte Deutsche, könnt ihr die sehen? Da oben in der Mitte. Da hier, der mit dem Finger zeigt. Ich stehe hier mitten im Dampf. Guck mal, da winken die auch noch. Da mitten im Dampf da oben. Die Verrückten, die da winken. Und nun? Mach die GoPro weg. Lustig. Wir machen heute mal bei The Fog mit als Komparsen. Nebel des Grauens. Oh, oh. Schieber. Dampfsauna. Oh, der sieht auch einladend aus. Ja, ja, ne? Oh, oh, oh. Das ist übel. Alter, ich sehe das auf der Brille so ganz anders. Ja. Hat meinen besseren Durchblick. Das ist eine Nebelbrille. Canyon von das war echt cute. Wo fahren wir? Canyon von Yellowstone, ne? Oder was? Also was ich halt immer interessanter Grand Canyon von Yellowstone. Yippie, haben wir das auch gleich geschafft. Gut. Mach mal aus. The Fog, die Rückkehr. Im Nebel. Oh, ich sehe auch. Gleich ist vorbei. Gleich sind wir verschwunden, verschluckt vom Wasserdampf. Der Nebel schlägt alles. Da hat er. Irgendwas glitzert da, ne? Ja, der hat verschwunden. Wow. Yes. And the fish is shaken. Dude, you got a fish? Yeah. Yes. Yeah. It's not a fish. It's not a fish. Wow. That's awesome. It's got a fish. Hier ist doch Kreis, ne? Warum kreist du jetzt? Er sucht jetzt wo lang. Das ist ja krass. Thank you.
sagen jetzt tschüss für Yellowstone und fahren jetzt laut Navi 11,5 Stunden Richtung Lake Tahoe. Also wirklich 11,5 Stunden reine Fahrzeit. Da kommt noch ja, Essen, Trinken, Pinkeln, was auch immer, Tanken dazu. Das heißt, ich denke mal, dass wir da irgendwann heute Abend um 22 Uhr oder sowas ankommen werden. Genau, wir werden jetzt die Koffer packen, aber die sind schon gepackt, und Koffer runterschleppen und dann losfahren. Yippie, ab nach Kalifornien. Thank you.